Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, seit fast 5 Jahren gibt es eine wache und kritische Bürgerschaft in dieser Stadt, die sehr genau beobachtet, was sich in und um Stuttgart politisch tut oder eben nicht tut. Es ist eine aktive Bürgerschaft, die hinterfragt, interveniert und aufklärt, die kommuniziert, miteinander ins Gespräch bringt, die vernetzt und opponiert und die mächtig ist. Es ist die Macht dieser Protestbewegung, die deutschlandweit politische Debatten befördert hat und immer noch befördert. Eine Macht, die Themen in den Fokus der Öffentlichkeit bringt, die sonst kleingeredet oder vernachlässigt werden. Und es war die Macht dieser Protestbewegung, die eine Landesregierung gestürzt hat. Diese Macht hat sich als politisches Instrument quasi selbst geschaffen und sie ist eine ständige Drohung an die herrschende Politik, dass jederzeit neue Protestdynamiken entstehen können. Diese Macht ist eine Instanz geworden. Und das, liebe zum 250. Mal Montagsdemonstrierende, nennt man einen Großerfolg. Fakt ist aber auch, bis hierhin, bis heute, haben wir, was S21 betrifft, verloren. Nicht endgültig verloren, aber das ist der Stand der Dinge. Fakt ist auch, dass wir in den letzten 5 Jahren viele Fehler gemacht haben. Einer der größten war das Mitwirken bei einer schon vorher als Betrug feststehenden manipulativen Volksabstimmung. Ein Fehler, der uns heute noch auf die Füße fällt, da diese sogenannte Volksabstimmung überall als Legitimationsgrund für S21 angeführt wird. Dass bei vielen grenzenlose Vertrauen und somit Einlassen auf die Grünen als Vertreter der Bürgerbewegung war der vielleicht schmerzlichste Fehler. Das Wahlversprechen der Grünen, die Bürgerinnen und Bürger radikal anders und ernsthaft an Politik zu beteiligen, war die größte Lüge dieser inzwischen erschreckend opportunistischen, mit nichts Außergewöhnlichem mehr ausgestatteten Mainstream-Partei, die sich konsequenterweise auf ihrem jüngsten Landesparteitag als die neue Wirtschaftspartei profiliert hat. Viele Fehler hätten vermieden werden können. Wir wussten es aber mehrheitlich einfach nicht besser oder haben aus Unerfahrenheit und Naivität nicht genug Weitblick gehabt. Ich nehme mich als einer der Wortführer und Mitdenker da keineswegs aus. Wir, die Protestbewegung gegen S21, haben uns kulturell etabliert. Wir wissen fachlich sehr viel, stehen moralisch auf der richtigen Seite, aber wir haben das Politische aus den Augen verloren. Es ist uns langsam abhanden gekommen, fast unmerklich entglitten. Ich möchte heute daher öffentlich darüber nachdenken, wie wir das für unsere Identität unentbehrliche, politische wieder zurückerlangen können. Liebe Freundinnen und Freunde, seit Mitte des Jahres lebe ich in Berlin. In dieser wunderbaren Stadt gibt es mit dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof eine riesige Brachfläche. Das Tempelhofer Feld ist 385 Hektar groß. Die rot-schwarze Koalition wollte das Gelände an 3 Rändern bebauen lassen. Bis zu 5000 Wohnungen sollten entstehen, angeblich auch bezahlbare. Doch beim Volksentscheid Ende Mai stimmte eine deutliche Mehrheit geschlossen. Es gab keinen Stimmbezirk, der dagegen war, für die Erhaltung des kompletten Feldes als Freifläche. Ein unglaublicher Erfolg der Berliner Zivilgesellschaft. Die Berlinerinnen und Berliner haben durchschaut, wem sie die steigenden Mieten, die Verknappung ihres Wohnraums, die Gentrifizierung ihrer Kieze zu verdanken haben. Denjenigen, die mit dem grotesken Motto Gestaltung statt Stillstand die Bebauung des Feldes erreichen wollten. Den Politikern von SPD und CDU, die seit Jahren landeseigenes Wohneigentum veräußern, die ausländische Investoren ungehindert ganze Straßenzüge aufkaufen lassen, die Stadtplanung von oben betreiben. Die Berlinerinnen haben eins und eins zusammengezählt und den Versprechen der Politik einfach nicht mehr geglaubt. Ganz Berlin hat ihren Politikern, dem Senat und den Investoren eindrucksvoll gezeigt, dass es eine andere, eine bürgerorientierte Politik fordert. Diese Volksabstimmung war eine kategorische Absage an das Recht des Stärkeren. Erfolgreicher Widerstand hat also auch etwas mit Glaubensfragen zu tun. Und woran kann man in Stuttgart noch glauben? Wem sollte man keinen Glauben mehr schenken? Das Recht des Stärkeren wird hier derzeit im Rathaus beansprucht. Und wer jemals an die Kritikfähigkeit des nicht mehr ganz so neuen OB Kuhn geglaubt hat, wird nun eines Besseren belehrt. Kuhn, der noch im Wahlkampf den Stuttgarter Einkaufszentren Bauern gegeißelt hat, ist inzwischen zum kritiklosen Investorenpaten mutiert. Anstatt Schaden von der Stadt abzuwenden, lässt er sich von Baukonzernen ins Stammbuch diktieren. Statt für Alternativen
gegen die Stadtzerstörung zu streiten, schwätzt er bei der Gerbereröffnung von Wohnen und Arbeiten, wohlwissend, dass sich fast niemand Kaltmieten zwischen 13 und 17 Euro pro Quadratmeter leisten kann. Statt zu schweigen, schwadroniert er lieber, dass die Stadt ein elementares Interesse daran hätte, dass es dem Milaneo gut gehe, und setzt somit die Interessen der Shopping-Mall-Vertreter mit denen der Bevölkerung gleich. Da hätte man auch Wolfgang Schuster im Amt belassen können. Der hätte es nicht schöner formulieren können. Und statt den Bahnhofskritikerinnen angemessene Orte für ihren Protest zur Verfügung zu stellen, versucht er als Wortführer für Autofahrer und Konsumenten, den Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen die Stadtzerstörung wehren wollen, ihren angestammten Demonstrationsort zu verbieten. Statt den Bahnhof als den Schwachsinn zu benennen, der er ist, was Kuhn im Wahlkampf noch getan hat, versucht er geschickt, das Vokabular der Protestbewegung zu nutzen, um einen Pseudofrieden zu arrangieren. Zitat Kuhn: Ich hoffe darauf, dass sich auch Menschen, die den Tiefbahnhof kritisch sehen, an der Diskussion um die bestmögliche Nutzung der frei werdenden Flächen beteiligen. Statt also den Durchmarsch der Investoren in Stuttgart wenigstens zu erschweren oder zu behindern, lädt er zum Bürgerdialog zur Bebauung des Rosenstein-Quartiers auf dem Gleisvorfeld ein. Lieber Verdrängungskünstler Kuhn, Ihre Inszenierung ist nicht unklug, aber wir durchschauen sie. Und hier bekommen Sie die Antwort der Protestbewegung. Seien Sie versichert, dass wir die Fehler der Schlichtung und der Volksabstimmung nicht wiederholen werden. Das desaströse Tiefbahnhofprojekt uns wird seine vielen Probleme niemals lösen, und an einer Planung, die S21 zur Voraussetzung erklärt, an einer Planung, die eine Kopfbahnhoflösung ausschließt, werden wir uns nicht beteiligen. Wir als Protestbewegung haben eine andere Vorstellung von Stadtentwicklung, und wir lassen uns in keine Verfahren einbinden, welche von vornherein auf inakzeptablen Voraussetzungen basieren. Wir lassen Sie also mit Ihrem politischen Opportunismus allein, der unterstellt, S21 würde so gebaut werden, wie es die Bahn geplant hat. Sie werden erleben, dass es beim Rosensteinviertel und bei allen anderen Bahnprojekten genauso laufen wird wie bei der Filde-Anhörung, wo sich die Bahn und das Regierungspräsidium nur durch einen Abbruch aufgrund der überlegenen Kompetenz der Gegnerinnen und Gegner haben retten können. Des Weiteren ist Ihre Behauptung, die Entwicklung des Rosensteinviertels könne ein Muster für die künftige Stadtentwicklung sein, an Ahnungslosigkeit oder an Dreistigkeit, je nach Betrachtungsweise, kaum zu überbieten. Es ist mit lediglich 37,7 Hektar bebaubarer Fläche, zum Vergleich, die Stadt Stuttgart hat insgesamt 20.700 Hektar, ein isoliertes Grüne-Wiese-Projekt. Es ist ein Projekt ohne jede repräsentative Relevanz. Denn solange das Bauen nur den Marktgesetzen unterliegt, solange Boden lediglich Ware ist, solange Konzerne sich zusammenkaufen können, was sie wollen, solange Autokonzerne hofiert werden, solange die Kuhn-Politik des Schweigens, des Sich-Raushaltens und des unkritischen Begleitens politische Praxis in Stuttgart ist, solange kann dort, wo neu gebaut wird, eben nichts Urbanes wachsen, nichts Soziales entstehen, nichts Neues entwickelt werden, sondern nur das, was die besten Renditen abwirft. Solange Kuhn den Kretschmann macht, bleibt alles beim ganz Alten. Die Bewegung der Gegnerinnen und Gegner von S21 hat aber die bessere Alternative. Wir haben K20, K21 tausendfach angeboten und beworben und werden weiterhin mit den besseren Argumenten dafür kämpfen, dass der Rosensteinpark und die Gleisflächen überhaupt nicht bebaut werden. Darüber können Sie jederzeit gerne mit uns reden. Wir verweigern keinen Dialog, doch wir reden nur über Redenswertes. Lieber OB Wendehals, Sie können den Ausverkauf der Stadt gerne alleine betreiben. Wer so schnell vom kritischen Begleiter im Geiste des Widerstandes gegen den Bahnhof zum unkritischen Gleitmittel in den Windungen des Verdauungstrakts der Wirtschaft mutiert, dem sei hiermit frei nach Adorno gesagt, ein richtiges Leben gibt es auch in Stuttgart im Falschen nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, die Tempelhofer Lehre stellt die gegenwärtige Zivilisation in Frage, indem sie eine Freiheit ausstrahlt, die nichts mit dem kapitalistischen Verwertungssystem zu tun hat. Es ist der Ausstieg daraus.
Der Kampf um das Tempelhofer Feld hat gezeigt, dass Stadtentwicklung auch anders funktionieren kann, dass Bürgerinnen und Bürger sich die politische Handlungsmacht zurückerobern können. Wie könnte demnach die Stuttgarter Freiheit aussehen? Was können wir von den Berlinerinnen lernen? Wie können wir das Politische wieder mehr ins Zentrum unserer Aktivitäten rücken? Und damit meine ich mehr als nur das sich abgrenzen. Ich meine mehr als nur das Kritisieren. Und ich meine mehr als das gelegentlich ausschließliche Schmoren im eigenen Protestsaft. Liebe Montagsdemonstrierinnen, es gibt viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in Stuttgart, die sich zwar immer noch Gegner von S21 resigniert zurückgezogen haben, und es gibt Proler, die schwankend in ihrer Meinung sind. Wir sollten versuchen, wieder alle anzusprechen und zu erreichen. Unsere Bemühungen aktiv und intensiv nach außen richten. Erreichen muss zunächst nicht mobilisieren bedeuten, aber wir könnten all diejenigen, die wir vorerst nur erreichen, jederzeit an unserer Seite wissen, wenn etwas Überraschendes, Unvorhergesehenes passieren sollte. Wie kann das Politische, das sich nach außen wenden, konkret aussehen? Voraussetzung aller wieder vermehrt politischen Arbeit ist, dass wir akzeptieren, dass es die eine, die ultimative Lösung, dass es das eine kollektive Protestprojekt derzeit nicht gibt, mit dem alle Stadtentwicklungsprobleme gelöst werden könnten oder mit dem S21 verhindert werden könnte. Wir können aber alle wichtigen Fragen durch konkrete Aktionen beantworten. Die Bauarbeiten an S21 schreiten fort. Machen wir der Bevölkerung unmissverständlich klar, dass S-Bahn-Chaos, dass Staus, dass Lärmbelästigung und Dreck hauptsächlich wegen S21 vorkommen, dass diese Beeinträchtigung der Lebensqualität alle betreffen. Es sollen noch mehr verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Kaufen wir an diesen Tagen nichts mehr ein. Suchen wir Mitstreiterinnen, boykottieren wir diese Konsumveranstaltungen. Die nächste Lohnsenkungsspirale für die Mitarbeiterinnen bei Karstadt wird schon angeschoben. Unterstützen wir die Gewerkschaften, die gegen Lohnabbau streiten, in ihrem Protest. Gehen wir auch auf deren Demos. Der Geschäftsführer der Buchhandlung Witwer will, dass die ihm die Bettler und politischen Kundgebungen vom Hals geschafft werden. Kaufen wir unsere Bücher in Stadtteilläden ein, deren Inhaber nicht so einen Blödsinn erzählen. Die Mieten steigen weiter. Unterstützen wir aktiv die Mieterinitiativen, die für bezahlbaren Wohnraum kämpfen. Der Protest scheint überaltert. Gehen wir mit den Protestmaterialien vor die Schulen und die Universitäten. Sprechen wir konsequent die Jüngeren an. Die Bahnbediensteten wollen trotz Medienschelte weiter streiken. Solidarisieren wir uns mit ihnen. Verteilen wir wie vor 2 Wochen die Streikzeitung an Reisende und Bahnbeschäftigte. Der Bau- und Sprenglärm wird unerträglich. Machen wir es wie die Wangener, zeigen wir die Deutsche Bahn und die entsprechenden Firmen wegen unzumutbaren und körperschädigen Lärmbelästigungen an. Es sollen in Stuttgart noch mehr Malls betrieben werden. Boykottieren wir die großen Einkaufszentren, stärken wir den Einzelhandel, verbünden wir uns mit denjenigen, die für eine urbane, nachhaltige und soziale Stadt kämpfen. Unterstützen wir alle Bürgerinitiativen, die dagegen kämpfen, dass unsere Städte von Shopping-Mall-Konzernen und Großinvestoren zerstört werden. Denn der Kampf gegen Monsterbauten, gegen Malifizierung, der Kampf gegen Stuttgart 21 und die Stadtzerstörung ist der Kampf gegen dieselben Gegner. Auch die Macher von Stuttgart 21 sehen die Stadt lediglich als Verkaufs- und Konsummaschine. Demonstrieren reicht nicht mehr aus, um die Zerstörung der Stadt zu stoppen. Greifen wir zahlreich und direkt ins Geschehen ein. Unterstützen wir die Blockadegruppen durch zivilen Ungehorsam. Gleich morgen früh, am 9.12. um 7 Uhr, ist der Treffpunkt an der Baustelleneinfahrt am Bahnhofsturm. Unsere Bürgerbewegung wirkt nur noch nach innen. Eine Hauptfrage, ein Hauptvorwurf, den wir immer zu hören bekommen. Verteilen wir auf Kundgebungen und Demonstrationen Flugblätter an Passanten, auf denen in kurzen Stichworten die Gründe aufgezählt werden, die gegen das Projekt sprechen. Das nicht zu Ende geplante, die Gefährdung der Mineralquellen durch doppelte Grundwasserentnahme, die Schrägneigung des Tiefbahnhofs um das 6-fache bislang genehmigter Werte, das durch S21 in Stuttgart fehlende Geld für die Instandsetzung der Infrastruktur bei Straßen und Brücken und Tunnel, die Kosten von mindestens 6,8 Milliarden Euro für geringere Zugleistung, die Belästigung durch Baulärm bei den Anwohnern am Nordbahnhof in Untertürkheim, in Feuerbach, sind gewichtige Punkte, die alle interessieren und betreffen. Und es werden immer mehr. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, tragen wir unsere guten Argumente wieder nach außen. Verbinden wir die unterschiedlichsten Kämpfe gegen Stadtzerstörung, denn sie meinen dasselbe. Denken wir die Themen zusammen, bringen wir unser enormes Potenzial ein und stellen wir es anderen Initiativen zur Verfügung.
Politisieren wir uns damit neu und nachhaltig im Sinne einer Bürgerbewegung, mit der auch in Zukunft zu rechnen sein wird. Durch wachsendes Engagement auf verschiedensten Feldern der Stadtpolitik können wir unseren Status als politische Kraft erneuern und ausbauen. Eine lebendige Stadt ist nur im gemeinsamen Kampf gegen die neoliberalen Stadtzerstörer und gegen Stuttgart 21 zu haben. Bündeln wir unsere Energien, erweitern wir unseren Aktionsradius auf neue Felder und bleiben wir somit dem Kampf gegen Stuttgart 21 auf vielfältige Art und Weise treu. Die Mobilisierungserfolge von 2009 bis 2011 sind gegenwärtig nicht zu erreichen. Dafür sind wir derzeit zu abhängig vom konkreten Verlauf der Bauarbeiten am Projekt. Potenzielle Bruchstellen sind allerdings genügend vorhanden. Es sind keine Erfindungen von uns, sondern sie existieren. Und wenn eine Bruchstelle brechen, eine Störung eintreten, ein Zwischenfall sich ereignen sollte, dann kann unsere Bewegung einen sofortigen Aufschwung erfahren. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Multiplikatorenpool Montagsdemo den Finger am Puls der Stadt behält, um zu erspüren, wo und wann sich Elektrisierungspotenziale entwickeln. Es ist dafür unentbehrlich, dass unsere Grundaussagen, unsere Basiskritiken immer wieder geäußert werden, dass wir auf der Straße in Form der Montagsdemonstrationen präsent bleiben, dass die Gesamtbewegung zusammengehalten wird und dass wir unser Protestfeuer bewahren. Es leben die Montagsdemos. Es wird in Stuttgart so lange Montagsdemos geben, solange Stadtpolitik nicht für, sondern gegen die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt betrieben wird. Und mal ganz ehrlich, liebe Freundinnen und Freunde, wer glaubt denn hundertprozentig und ernsthaft daran, dass S21 in der vorgestellten Form jemals existent werden wird? Cassandra Kuhn sagt, es ist unübersehbar, dass das Projekt beschlossen ist und kommt. Entschuldigung, lieber Herr Umfaller, den viele in Stuttgart unter anderem auch deswegen gewählt haben, damit S21 weiter in Frage gestellt wird. Was ist denn daran unübersehbar? Dieses Kuhnsche unübersehbar erinnert an Kretschmanns Der Käse ist Gesse und Merkels Alternativlos. Unübersehbar ist in allen drei Fällen vor allem das bescheidene rhetorische Talent. Wir zeigen Ihnen jetzt einmal, was wirklich unübersehbar ist. Unübersehbar ist, dass Baumanager und Ingenieure, die um ihr berufliches Aussehen fürchten, einer nach dem anderen das Projekt verlassen. In leitender Funktion bisher vier an der Zahl. Unübersehbar ist, dass auch sonst niemand beruflich mit S21 identifiziert werden möchte. Unübersehbar ist, dass der vereinbarte Kostenrahmen definitiv nicht einzuhalten ist. Unübersehbar ist, dass die Erörterung zum Planfeststellungsabschnitt 1.3 Filderbeinhof in krasser Weise zeigt, dass die Deutsche Bahn AG das Projekt nicht im Griff hat. Unübersehbar ist, dass es mit S21 keine Leistungsverbesserung geben wird. Unübersehbar ist, dass noch immer kein akzeptables Brandschutz- und Sicherheitskonzept für den Tiefbahnhof und den Fildertunnel existiert. Unübersehbar ist, dass die Rechtmäßigkeit der Mischfinanzierung immer noch nicht geklärt ist. Unübersehbar ist, dass der Tiefbahnhof noch immer das Sechsfache der zulässigen Gleisneigung aufweist. Unübersehbar ist, dass die Tunnelbohrmaschine in Möhringen seit Monaten stillsteht. Unübersehbar ist, dass die Hochtransportbänder am Charlottenplatz noch nie in Betrieb waren. Unübersehbar ist, dass eine funktionierende Baustelle so einfach nicht aussieht. Unübersehbar ist, dass der Mythos des "Es gibt keinen Weg zurück" der einzige ist, der dieses Projekt noch vorantreibt. Unübersehbar ist, dass der Ausstieg aus Stuttgart 21 immer noch möglich, machbar und zwingend erforderlich ist. Und unübersehbar und unüberhörbar ist, dass wir weiterhin für diesen Ausstieg kämpfen werden. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, der Transrapid hat 1,5 Milliarden gekostet, bis das Projekt eingestellt wurde. Für die BAA Wackersdorf wurden mehr als 1 Milliarde Euro ausgegeben. Gebaut wurde nichts. Der schnelle Brüter in Kalka hat 3,7 Milliarden Euro verschlungen. Auch damit wurde nichts erreicht. Und der Berliner Großflughafen kostet monatlich 20 Millionen Euro. Das sind über 600.000 Euro täglich. Stuttgart 21 hat bisher weniger gekostet. Und ich bleibe auch im fünften Jahr bei meiner Prognose, dass der Tiefbahnhof nicht wie geplant gebaut werden wird. Denn der Abbruch eines sinnlosen und destruktiven Projekts wie S21 wird bei all den Problemen, die auftreten werden, selbst bei einer unwahrscheinlichen Fertigstellung, immer eine verlockende und letztlich die bessere Alternative sein.
Und liebe Freundinnen und Freunde dieses beispiellosen Jubiläums, eines Tages werden wir keine Jubiläumsmontagsdemo mehr feiern, denn dann werden die Montage neu gezählt werden. Und zwar nach den Jahren, die nach dem Zeitpunkt des Scheiterns von S21 vergangen sein werden. Und dann wird es heißen, wir sind oben geblieben. Oder wir blieben oben. Oder oben geblieben. Und unten wird dann kein Bahnhof sein, sondern ein riesengroßes, leeres Bauloch mit all dem, was unten ursprünglich hingehört. Erde, Grundwasser und Mineralquellen. Das Milaneo könnte man dann da auch rein entsorgen. Des Weiteren die Pläne der neoliberalen Stadterneuerer, die Profithoffnungen der Stadtverschachungsinvestoren und die geilen Karrierewünsche der vielen Lobbypolitiker. Alles rein ins Loch, ganz nach unten damit, zuschaufeln und nie wieder aufmachen. Das wird dann als das gruseligste Loch der Republik, die schwäbische Touristenattraktion sein, das Arschloch von Stuttgart. Und genau so wird es kommen, liebe Leute, freut euch drauf, denn wir werden oben bleiben. Nicht überall werden wir Licht im Dunkeln schaffen können. Trotzdem bitte ich Sie, dass Sie sich langsam bereit machen mit Kerzen und den Wunderkerzen. Wenn Sie noch keine haben, besorgen Sie sie sich an den Infoständen. Ich habe noch einiges anzukünden. Und dann wollen wir hier gemeinsam versuchen, zum Schwabenstreich Stuttgart zu erstrahlen zu lassen. Bereiten Sie sich darauf vor. Ja, wenn die Stadtentwicklung nicht in unserem Sinne läuft, dann ist es notwendig, dass wir uns gemeinsam selber fragen, wohin entwickelt sich Stuttgart? Und ich möchte Sie hier und heute schon darauf aufmerksam machen, dass das Aktionsbündnis, die K21-Architekten, eine Veranstaltung für den 30. und 31. Januar vorbereiten, ein Symposium unter dem Titel »Wohin entwickelt sich Stuttgart? Stuttgart für alle!« Sie sind eingeladen, auch der Oberbürgermeister, denke ich. Heute im Anschluss dieser Demo sind Sie alle herzlich eingeladen in den Kunstverein, den Württembergischen. Unerhört, ungeklärt, ungesühnt. Es geht nochmal um den unglaublichen schwarzen Donnerstag und die Aufarbeitung, die juristische, die so unsäglich hier in Stuttgart beendet wurde. Dann darf ich Sie jetzt, damit wir nochmal richtig in Bewegung kommen und raus unseren Widerstand freundlich und fröhlich in die Stadt tragen und unser Obenbleiben überall erschallt, auf die Demo-Route aufmerksam machen. Wir werden jetzt hier gleich nach dem Schwabenstreich die Lautenschlagerstraße hochlaufen bis zur Bolzstraße, am Schlossplatz entlang bis zum neuen Schloss, dann in Richtung Altenschloss auf die Blany und dann wieder über die Konrad-Adenauer-Straße hierher zurück, wo die Veranstaltung und die Demo dann auch endet. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, komme ich zum Schwabenstreich auf der 250. Montagsdemo. Halten Sie sich bereit, zünden Sie Ihre Lichter an. Und ich habe hier was ganz Besonderes. Walter Sittler hat mir gerade die Urtrillerpfeife vom allerersten Schwabenstreich auf dem Marktplatz mitgegeben. Ist schon lange her. Und gemeinsam wollen wir, wenn jetzt hier die Lichter angehen, Sie zählen einfach runter von 3 auf 2 und dann machen wir gemeinsam hier den Schwabenstreich. 3, 2, 1 und...
oben bleiben, Köpfchen zeigen, oben bleiben, Köpfchen zeigen. Was für ein Bild von hier oben, es sieht unglaublich aus, liebe Freundinnen und Freunde. Die 250. Montagsdemo geht zu Ende, aber wir kommen wieder, wir bleiben zusammen, wir bleiben oben. Und jetzt versuchen wir gemeinsam, hier mal an diesem Nadelöhr vorbei in die Lautenschlagerstraße zu kommen. Los geht's! Auf nach in die Innenstadt hinein und wieder hier zurück. Diese Veranstaltung hier und Kundgebung ist jetzt hier beendet. Nachher hat die Demozug den Abschluss hier am Arnulf-Klett-Platz. Vielen Dank und bis nächstes Mal! Applaus